Ich versuche, TOTK nur im Himmel durchzuspielen. Die Regeln der Challenge? Alle Waffen, Materialien und sonstige Items müssen auf den Himmelsinseln gesammelt werden. Ich darf Hyrule und den Untergrund zwar theoretisch betreten, aber nichts einsammeln. Der Endboss der Challenge ist ein Griok-König, der mit Abstand stärkste Gegner im Himmel. Egal, was für eine Waffe es ist, egal, was ich zum Fressen mitnehmen darf, ich darf alles im Himmel machen, solange es im Himmel ist, okay? Einzige Ausnahme, natürlich das Parasegel, ist einfach sehr schwierig. Also ohne Parasegel durchspielen ist schon, das ist heavy, das möchte ich mir nicht antun. Ich meine, ich kann den Glitch sowieso nicht, den Fall Damage Cancel, und andererseits möchte ich ihn auch nicht können. Also es ist so, ja, wäre extrem unnötig eigentlich. Die Dinger müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, also nicht die Alpha-Krieger-Konstrukteurner, aber die Sonar-Energiesphären, die sind sehr wichtig, damit wir später fliegen können, damit wir unsere Batterien ein bisschen erweitern können, weil um unseren Endboss, den Griok-König zu besiegen, müssen wir auf jeden Fall ein Stück fliegen, und das wird nicht so einfach mit einer Batterie. So, Äpfel werden natürlich mitgenommen. Einfach schöne Äpfel, dankeschön. Wir nehmen jeden Scheiß mit. Wir nehmen einfach alles mit. Scheiße, komm, bleib hier. Let's go. Bisschen Fleisch natürlich auch. Ganz wichtig, wir brauchen noch Zeug, um uns hochzuheilen. Ja, wir müssen hier wirklich alles mitnehmen. Gerade auf der vergessenen Himmelsinsel gibt es eigentlich eine relativ große Vielfalt an Nahrung und ja, Waffen jetzt nicht so unbedingt. Aber es gibt auf jeden Fall eine große Vielfalt an Dingen hier. Das ist doch gut. Vergessene Himmelsinsel, so schön. Ohne Spaß, Mann. Die ist ehrlich richtig schön. Diese Farben einfach, ne? Dieses viele Gelb. Ich finde, dieses viele Gelb hat irgendwie so einen ganz eigenen Touch und ich liebe es. Ah, erster Bogen. Den brauchen wir auch ganz unbedingt. Und natürlich ein paar Pfeile. Ja, genau, hier sind sehr viele Pfeile, das weiß ich noch. Der Bree hat ein bisschen Schießen geübt, ja. Let's go. Ich glaube, Pfeil und Bogen. Ja, Pfeil und Bogen werden vor allem wichtig, Alter. Pfeil und Bogen werden richtig wichtig. Habe ich gar nicht dran gedacht, aber. Ja, wir haben 10 Pfeile, okay. Da müssen wir sehr sparsam mit sein. Weil gegen den Griok sind Pfeile natürlich absolut essentiell. Soll der klar sein. Droppt irgendwas Besonderes? Nee, auch wieder nicht. Aber ich sag's euch: Kleinvieh macht auch Mist. Das ist wahrscheinlich die Definition von dieser Challenge. Wir müssen jedes bisschen mitnehmen. Alles einfach. Alles mitnehmen. So, Uko-Uko-Schrein. Auf geht's. Scheiße, was mache ich hier eigentlich? Komm, reicht das? Komm, let's go. Holz können wir auch mitnehmen, weil, warum nicht, ne? Oh, Arowana, Moment. Alter, okay. Nein, oh Gott, scheiße. Ich wollte doch einmal dashen, hat nicht funktioniert. Wir brauchen viel Nahrung und Pfeil und Bogen, let's go. Ah, Kochtopf. Wir können uns kurz was kochen und zwar ein bisschen Fly. Let's go. Und 1, 2, 3, auf geht's. Sehr schön. Dann hier noch eine Energiesphäre. Wunderbar. Viele Pfeile haben wir. 39. Alter, 39 Pfeile schon. Wo kommen die auf einmal alle her? Ich könnte den Krog hier machen. Will ich den Krog hier machen? Was will ich mit zwei Krogsamen? Absolut gar nichts, ne? Nee, absolut gar nichts. Komm. Lieber Kroggy, es tut mir leid, aber nein. Wir können ihn waterboarden, wenn wir wollen. Das ist lustig. Das ist nicht waterboarden. Scheiße. Ich habe vergessen, dass ich kein Parasegel habe. Ja, das ist Karma. Ich weiß, okay, das ist Karma. Sehe ich ein. Sehe ich absolut ein. Komm her, komm her. Kommen Sie doch her, ha? So, und was befindet sich hier? Ich glaube, Bernstein? Opal, ja, okay. Immerhin. Das ist absolut wertlos. Was haben wir hier noch? Nochmal ein bisschen Pfeile. Alter, so viele Pfeile, Junge. Ich werde echt nicht mehr. Der in Itza-Schrein. Auf geht's. Oh, und ein bisschen Feuerfrüchte. Die Feuerfrüchte werden auch wichtig. Feuerfrüchte brauche ich auf jeden Fall auch ein paar. Und zwar für den Eiskopf vom Griok. Ja, damit er gewonshottet wird. Ja, jetzt kriege ich die Batterie, genau. Und ich glaube, ich werde sie nicht upgraden. Ich könnte theoretisch. Es gibt eine Batteriemaschine im Himmel, ne? Weiß ich nicht. Okay, den Bree muss ich auch noch auslöschen da vorne. Ganz klare Sache. Kann ich ihn abschmeißen mit dem Stein? Komm schon, das wäre so erniedrigend. Großartig. Also, dass es so viel Schaden macht. Digga, was? Scheiße. Nein, er hat einen Fächer. Verdammt, er hat einen Fächer. Nein. Digga, ich bin im Wasser. Übertreib mal nicht. Ich bin im Wasser, hä? Oh, fuck. Komm. Let's go! Noch ein Schild. Easy. Okay, doch, das hat sich doch gelohnt, würde ich sagen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Komm, egal. Scheiß drauf. Ausdauermedizin. Okay. Wir haben ganz schön viel Ausdauer essen, kann das sein? Wir haben generell schon ganz schön viel Essen dafür, dass wir so früh noch im Spiel sind. Aber okay. Ich sag ehrlich, bei solchen Challenges gegen so einen Griok, den nehme ich ernst. Den nehme ich sehr, sehr ernst. Oh, Flederweiße Augen. Ja, natürlich. Flederweiße Augen sind auch sehr, sehr wichtig. Die muss ich mitnehmen. Die muss ich unbedingt mitnehmen. Und Flügel vielleicht sogar auch. Aber die Augen vor allem. Gerade gegen die letzte Phase. Dann haben wir hier noch unser geliebtes Oberteil. Ja, die alte Toga. Sehr wichtig. Und weiter geht's. Hier an der Stelle, ich bin bis heute nicht sicher, ob ich hier schon mal unten war. Wir machen es jetzt einfach mal, okay? Oh, hier geht's tiefer runter als gedacht. Und das ist sehr wichtig. Ah, ein Krog, okay, alles klar. Ein cooles Versteck eigentlich. Das ist ehrlich ein cooles Versteck. Komm schon, Mann. Komm schon. Auf. Komm. Digga, was? Streng dich doch einfach mal an. Danke. Mit dem letzten Stein. Komplett useless, weil ich brauche die Krogsamen eh nicht, aber egal. Alter, ich bin sogar geflurry rush. Was soll das denn? Nein! Digga, was ist für ein Chaos einfach? Kämpf wie ein Mann! So, wasch ein Dude, wirklich. Wie viele Pfeile haben wir eigentlich inzwischen? 86, Junge. Okay, um Pfeile muss ich mir doch keine Gedanken machen. Alles gut, ey. Sonanium, hier ist ja doch Sonanium, hab ich voll vergessen einfach. Wie gesagt, viel werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, aber ein bisschen kann man ja mitnehmen, würde ich sagen, ne? Das nehmen wir alles mal mit. Vielleicht können wir das ja irgendwo eintauschen. Boah, das wird aber nicht funktionieren, ne? Dann bräuchte ich 300 davon.
Die werde ich nicht zusammenkriegen, auf gar keinen Fall. Vielleicht gehe ich echt auf Energiesphären tatsächlich mal. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe mir noch nie welche gekauft, aber wäre fast sinnvoll. Wir haben jetzt 44 und ich glaube, damit kann ich alle kaufen, richtig? Ja, safe kann ich damit alle kaufen. Das kostet, glaube ich, nur 10 Stück, ne? Okay, wow. Die Ventilatoren brauche ich unbedingt, ja. Die Ventilatoren brauche ich unbedingt. Dankeschön, Mann. Die Bomben werden selbstverständlich mitgenommen. Die sind wirklich wichtig. Aber ich glaube, das ist fast alles, was wir von der vergessenen Himmelsinsel mitnehmen können, ne? Ja gut, die Winterhose natürlich noch. Die müssen wir auch noch mitnehmen. Aber ich glaube, an sich gibt es hier gar nicht mehr so viel zu holen. Nice. Ich kann die sogar mitnehmen. Okay, cool. Das war stylisch gerade. So, die Winterhose müssen wir natürlich auch noch mitnehmen. Easy. So, Zelda. Dann einmal bitte die Zeitumkehr. Der Nacho Yahaha schreien. Auf geht's. Was ist hier drüben auf der Insel? Moment, das nehmen wir mit. Schaffe ich das? Achtung, oh. Okay, ich schaff's easy. War ich hier oben überhaupt schon mal? Ja, ist ein Kork auf jeden Fall. Es kann echt sein, dass ich hier auch mal in meinem Main-Account noch nie war. Ach, jetzt habe ich ein Problem. Scheiße. Wie komme ich jetzt weiter runter? Aber schaffe ich den Sprung darüber vielleicht? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden, würde ich sagen. Schaffe ich den Sprung? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Verdammt, okay. Kann ich mich noch retten? Komm schon, bitte. Bitte. Das soll nicht reichen. Achtung, ich mache MLG-Move. Nein! Ich bin auf dem Baum gelandet. Scheiße. Ich wollte am Baum landen. Hat nicht funktioniert. Okay. So, haben wir es geschafft. Das war's mit der vergessenen Himmelsinsel. Auf nach Hyrule. Ja gut, eigentlich wollen wir da nicht wirklich hin. Aber wie gesagt, wir brauchen leider das Parasegel. Und deswegen müssen wir mal kurz zum Spähposten diese Quest machen und dann noch wieder abhauen. Wir müssen jetzt echt aufpassen. Ich darf hier nichts mitnehmen, ne? Ich muss da echt dran denken. Ich darf nichts mitnehmen. Die Bockblins werden alle in Ruhe gelassen. Ich darf nicht mal einen scheiß Stein an meine Waffe fusen. Gar nichts, okay? Sie sehen nun, wie Schneile sich das Parasegel aneignet. Selbstverständlich widersteht er dem Drang, auf seinem Weg Items mitzunehmen, da dies ein Verstoß gegen die Regeln bedeuten würde. Unterstützen Sie Schneile jetzt durch ein kostenloses Abonnement seines YouTube-Kanals, um schon bald mit Stolz behaupten zu können, noch unter den ersten 100.000 Abonnenten gewesen zu sein. Es wäre eine wahrlich edle Entscheidung. Sie haben nichts zu verlieren. So, Fura. Dann einmal bitte abschießen. Hier können wir ungefähr gar nichts erreichen. Das heißt, wir können entweder zum nächsten Tower gehen. Ich glaube generell, wir machen den Griok-König, der sich hier irgendwo befindet. Der war Hebra. Weil der ist relativ einfach zu erreichen. Und außerdem sind auf dem Weg hier ein paar Himmelsinseln, die man gut mitnehmen kann. Nee, der hier ist auch gut. Okay, der hier ist auch gut. Da sind auch ein paar Himmelsinseln. Wir brauchen ja im Prinzip nur irgendwelche random Himmelsinseln, ja? Und ein Lenkelement. Wir brauchen unbedingt ein Lenkelement. Das muss ich auch noch gucken, wo ich das herkriege. Hier in Zentral Hyrule ist eine große Energiesphäre. Bringt mir leider nichts. Weil ich nicht hin... Ach doch, natürlich! Ich kann ihn. Oh mein Gott, ja. Oh ja, hier ist eine große Energiesphäre. Habe ich voll vergessen. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Wir landen hier unten, weil wir zu dem... Ja, genau, da ist es. Da ist es. Geil. Habe ich voll vergessen. So, einmal der Krater bitte. Den brauche ich. Perfekt. Oh, bring mich hoch. Let's go. Und hier müsste eine große Energiesphäre sein, richtig? Wir sind im Himmel. Das zählt. Geil. Okay, sehr wichtig. Die brauchen wir. Weil die wird echt nötig sein, um zum Griok-König zu kommen. Nein, nichts mitnehmen. Nichts mitnehmen. Alles wird liegen lassen. Es wird alles liegen lassen. Boom, boom. Au, au, Kaufland. Ihr habt nichts für mich. Ich gehe einfach weiter. Was gibt es hier? Was gibt es hier für Himmelsinseln? Die da vorne, da könnten sogar Feen sein. Auch gut. Feen auch nie verkehrt. Zack, zack, zack. Goldapfel, let's go. Noch einer. Let's go. Und Sonnenfleckchen, die ich nicht brauchen werde. Und noch ein Goldapfel. Digga, was ist hier los? Alter, die wäre fast weggeflogen. Die Fee. Aber nur zwei Feen hier leider, ne? Es sind wohl nur zwei diesmal. Warum bin ich so laut eigentlich? Ergibt das Sinn? Ich hatte doch sogar Schleichmedizin. Okay, nice. Weitere Ausdauerknollen. Ich kümmere mich aber eher um Waffen gerade. Also ganz ehrlich, Waffen sind irgendwie mehr so mein Problem. Sag ich euch, wie es ist, ne? So müsste funktionieren. Bitte. Ja. Ja. Momentum. Sehr gut. Ja, das langt, okay. Langt easy. Du hast Tempo nicht schleichen. Oh mein Gott. Tatsächlich. Ich habe Tempo-Bonus nicht schleichen. Ich keck. Eisfrüchte. Sehr, sehr gut. Für die Köpfe. Für die Feuerköpfe des Krioks, ja. Ah, das sind Funkelfrüchte, ne? Ja, das sind Funkelfrüchte. Ich habe nichts gesagt, okay. Was ist hier drin in der Truhe? Wahrscheinlich eine alte Karte. Was passiert, wenn ich jetzt eine alte Karte sammle? Ich habe den Untergrund noch nicht freigeschaltet. Ja. Was passiert jetzt? Gar nichts. Es kommt einfach keine Meldung. Okay, es kommt einfach keine Meldung dazu. Ich habe keine Ahnung, was das hier bringt. Beta. Warum kämpfe ich mit einem halben Herzen? Das muss wirklich nicht sein. Okay, ist schon stark auf jeden Fall, aber... Ey, wir haben noch einen weiten Weg. Vor uns. Kommen Sie. Yes, let's go. Drei Feen, das ist gut. Das ist auf jeden Fall gut. Aber es bringt mir nichts, wenn meine Waffen zu schlecht sind, um den Griok zu töten. Hier vorne ist ein Schrein. Vielleicht sind hier... Ja, komm, wir müssen es riskieren. Was haben wir hier? Scheinwerfer. Das ist nicht dein Ernst, Digga. Und Zeitbomben, okay. Und was ist das? Rädchen. Ach, scheiße. Ja, das bringt mir nichts. Wir können den Schrein machen. Komm, wir machen einfach mal den Schrein. Ah, das kommt zurück. Okay, das ist gut. Das da unten ist gut. Den nehmen wir mit, den Bruder. Wieso habe ich den übersehen? Ich brauche wieder einen coolen Trick. Passt auf, Guys. Achtung. Ich bin einfach im Schrein drin. Ich finde das so nice. Ist sogar ein Segenschrein, okay? Gib mir einfach eine einigermaßen guten... Okay, ist ein sehr gutes Fuse-Item. Darf man auch nicht vergessen, ist ein sehr, sehr gutes Fuse-Item. Sogar mit Abstand mein stärkstes... Mit riesigem Abstand mein stärkstes bisher. Damit können wir wenigstens eine Diamantklinge machen. Ist eigentlich nicht so schlecht. Über Gerudo gibt es Lenkelemente. Hier irgendwo ist eine Himmelsinsel.
also in der Richtung. Genau, da vorne. Aber erstmal nehmen wir das Alpha-Block-Konstrukt hier unten auseinander. Ein Beta, oh mein Gott, sogar ein Beta. Okay, was hast du für mich? Was hast du hier für mich? Ist mir echt komplett egal. Ja, komm, ignorieren wir ihn einfach. Was, warum fällt euch auseinander? Jetzt, okay. Boah, ich habe katastrophal schlechte Waffen. Das ist ja absolut verrückt. Das dauert viel zu lang. Oh je, ey. Was? Was? Oh je, das wird richtig schwierig. Es tut zwar ein bisschen weh, aber wir machen eine Diamantklinge. Komm. Ja, gut. Okay. Komm her. Komm, auf. Ja, sehr gut. Er tankt so viel. Er tankt wirklich so dumm viel. Wir kriegen das hin. Auch wenn es echt schwierig ist. Ich hatte ihn. Oh mein Gott. Habe ich gerade noch erwischt. Ja, nein. Hier. Okay. Ja, komm. Auf. Yes! Yes, Mann! Ich wusste nicht, dass die Dinger so schwer werden können. Ich glaube, so ein verrostetes Schwert wird mir auskommen. Es tut ein bisschen weh, aber... Boah, plus 20, ist eigentlich voll gut. Ist eigentlich richtig gut. Als nächstes, wie gesagt, müssen wir jetzt hier drüben hin. Eigentlich genau in die Richtung, in die ich gucke. Oh, lol. Hier ist sogar... Oh, lol. Das ist richtig gut. Ich bin so dankbar, dass hier manchmal einfach so Dinger rumliegen. Ich wäre so aufgeschmissen ohne die. Ich wäre so aufgeschmissen, wirklich jetzt mal. Ey, warum fliegen die Dinger eigentlich immer schief? Doch, das ist gut. Das ist gut. Das ist echt gut. Es ist ein Schwebestein. Alles gut, wir stürzen nicht ab. Okay, die Batterie hält absolut gar nichts aus. Das ist echt starke Leistung. Gut, tschüss. Lol. Wieso... Wieso kriege ich den Loot? Ich verstehe das manchmal nicht ganz. Wieso kriegt man manchmal den Loot, aber manchmal auch nicht? Ist das irgendwie, wenn die Items tief genug fallen oder woran liegt das? Ach, da ist sogar ein Schrein. Ah, okay. Archipel von Ost-Gerudo. Wir haben es schon mal auf der Karte markiert. Das ist gut. Alter, wir kommen so unglaublich langsam voran. Das ist echt der Wahnsinn. Gleich despawnt er. Nein, oder? Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass er... Oh mein Gott. Hier ist extrem kalt. Ich bin hierauf nicht vorbereitet, oder? Doch bin ich. Alles gut. Puh. Ich bin hierauf vorbereitet. Alles in Ordnung. Wir müssen nur noch nach oben, ne? Das sollte mit Deckensprung eigentlich funktionieren. Oh mein Gott, nein! Spring! Oh mein Gott! Das Ding ist wirklich jetzt dies... Alter, das Ding war wirklich jetzt despawned. Alter, mein Herz. Ey, gar keinen Bock, das nochmal zu machen, ne? Gar keinen Bock, das hier nochmal zu machen. Gut, wir haben den Schrein. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Reflektiertes Handeln. Oh, hier gibt's Spiegel. So, sehr schön. Das wird eklig hier, die Stelle. Das weiß ich noch. Wie ging das denn nochmal? Ich hab's voll vergessen. Ach, den Stein brauche ich hierfür wahrscheinlich. Lol, das ist irgendwie sehr naheliegend eigentlich. Der Bruder spiegelt hier vor. Da nehme ich den Bruder und halte den hier hoch. Ja, okay, war eigentlich voll einfach. Let's go! Oh, geil. Sehr schön. Okay, wunderbar. Den Schrein auch zu 100% gemacht. Okay, und den Dispenser hier vorne brauchen wir unbedingt. Den Gambling-Automaten brauchen wir unbedingt, weil hier gibt es Lenkelemente, soweit ich das verstanden habe. Wir haben ein Lenkelement. Let's go. Das ist gut. Einen Schlitten, der mir komplett egal ist. Noch ein Lenkelement und noch einen Pfosten. Lass uns den Tower mitnehmen. Dann haben wir einen besseren Überblick über die Karte hier. Ich brauche nur die Karte, deswegen bin ich hier. Okay, da vorne wäre übrigens ein Griok-König. Die Insel ganz links. Aber da gehen wir nicht hin. Die ist mir zu weit weg, sag ich euch, wie es ist. Da oben, der Bre da vorne. Aber da gehen wir echt nicht hin. Das ist mir ja, da habe ich keinen Bock drauf. Hier rüber können wir auf jeden Fall. Da sollten nochmal Feen sein. Ja, mal gucken, was hier sonst noch so ist. Was hier sonst noch so rumlungert. Feen. Als ob hier keine Feen sind. Komm schon, Mann. Das sind wahrlich ärgerliche Momente. Okay, wir brauchen ja keine Feen, ne? Wir können das Alpha-Konstrukt ja auch noch mitnehmen. Hier ist ja auch noch ein Alpha-Konstrukt auf der Himmelsinsel. Ja, komm, machen wir. Das machen wir schnell. Boah. Wie das ausschaut. Junge Link, was tust du da? Was sind sie tuend, Alter? Comedy revolutioniert. Okay, was haben wir hier? Ist vielleicht wieder ein Croc. Das Ding ist, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, Crocs mitzunehmen. Ja, überlege ich mir sehr früh auf jeden Fall. Aber andererseits, da könnten wir unsere Waffentasche nochmal vergrößern. Und gegen den Griok-König, maybe. Ah, hier ist eine Truhe. Truhen immer gut. Ja, geil. Direkt noch eine. Perfekt. Geil. Ey, das ist 5 Stück? 5? Wo haben wir 5 davon her? Ich weiß, die funktionieren wie Wächter. Das finde ich bis heute so witzig, ne? Die merken, dass man auf einem steht, wenn ich pfeife. Die wissen, dass ich da bin, aber sie sehen mich nicht. Scheiße. Okay, es hat nicht funktioniert. Los, löst dich! Alter, völlig losgelöst. Alter, der hält ja gar nichts aus, okay. Okay, sehr gut. Zack, zack, zack. Finish him, okay. Sehr schön. Das ging sehr schnell diesmal, wow. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Die nehmen wir auch wieder alle mit. Ja, Reisekochtopf, okay, meinetwegen. Wir brauchen bessere Grundwaffen. Wir brauchen auf jeden Fall bessere Grundwaffen. Ja, das ist alles noch nicht so das Wahre. Also damit können wir wirklich keinen Griok besiegen. Das wird nichts. Wir wollen aber sowieso zu dem Griok hier vorne, ne? Der sich im Hebra-Gebiet befindet. Da dürfte es auch nicht zu kalt sein. Das heißt, wir fliegen von dem Turm aus nochmal los. Und wieder nichts mitnehmen, ja? Es tut weh. Wir dürfen nichts erschießen, nichts mitnehmen. Wir lassen die Welt einfach ganz unberührt, ja? Auch diesen scheiß Baum hier. Oh, lol.
Maronus, was geht? Hab ich Krochsam? Ich hab Krochsam, oder? Ich hab 3 Krochsam, geil. Hey, Maronus, altes Haus, was geht, was geht? Ja, ja, ja. Was, die Bäume? Was? Nein. Hab ich das gespielt? Die kommen irgendwie nicht bekannt vor, die Quest. Ja. Wisst ihr was? Wir können die Bäume ja töten. Das ist ja nicht die Sache. Wir dürfen die Bäume natürlich töten. Wir dürfen nur den Loot nicht einsammeln. Aber wild, ich wusste gar nicht, dass es da... Ich kann mich an die Quest nicht erinnern, ich schwöre. Hä, er ist einfach schnell abgebrannt. Geht ja was mit ihm los? Okay, Maronus, wir haben es geschafft. So, und jetzt bitte Waffentasche. Auf jeden Fall Waffentasche. Ja. Danke. Ich glaube, damit habe ich es echt am nötigsten. Dankeschön. Komm, wir bauen uns schnell eine Brücke. Ja, doch, das reicht, oder? Bitte komm, sag mir, dass das reicht. Wenn das mal keine Brücke ist, dann weiß ich auch nicht. Die Himmelskarte. Genau, genau. Was ist da vorne nochmal? Oh, da müssen wir hin. Da vorne gibt es einen Teil der Sonariumrüstung. Ich glaube, den Helm sogar. Und der Helm ist eigentlich am wichtigsten. Weil ich meine, wir haben ein Oberteil und wir haben eine Hose, aber wir haben keinen Helm. Ey, geil, habe ich voll vergessen. Aber andererseits, wenn hier die Kühnheitsprobe ist, die können wir eigentlich auch schnell mitnehmen, oder? Eigentlich können wir die auch schnell mitnehmen. Ja, komm, nimm mal schnell mit. Ist eh geschenkt. Und ein Schrein. Ein Schrein ja auch noch. Bitte geben Sie mir wieder eine Diamanten. Boah, ich finde gerade echt, zu so einer Dämmerungszeit ist das Spiel am allerschönsten. Guck doch mal, wie schön das Ganze hier ist, ja? Auch diese Lampen. Allein diese Lampen hier. Ich liebe die so sehr, ne? Ich liebe die so sehr irgendwie. Ich möchte bitte meine ganze nächste Wohnung in dem Stil einrichten. Danke. Auf geht's. Okay, dafür gibt's den Schrein, alles klar. Oh, Kampftechnik. Nein, es ist gar kein Segenschrein. Verdammt. Ja, aber egal, wir kriegen Pfeile. Das ist alles, was ich will. Hast du wenigstens einen besseren, einen starken Konstruktbogen? Komm schon, Mann. Er hat ein Sonariumschwert. Das ist gut, denke ich. Oh, yo, einfach Bullet Time. Einfach kurz Bullet Time gemacht. Ah, 20 Pfeile, geil. Geil, danke schön. Ja, so nah an dem Schwert, gut, danke. Über diese gleichen Drecksbögen, Junge, ich kann das alles nicht mehr. Und hier haben wir... Ja, danke, der ist doch ganz gut. Ich bin bereit. Opfergabe, auf hier geht's. Ah, hier könnte ich ja auch... Oh mein Gott, das habe ich voll vergessen. Hier kann ich ja quasi auch, wenn ich innerhalb des Zeitfensters schaffe, normale Sonnenenergiesphären in große eintauschen. Aber ich habe jetzt genug, das reicht eigentlich. Aerohanisch, sehr nice. Sehr, sehr nice. So, so nice, wirklich. Von hier aus müssen wir jetzt darüber fliegen, richtig? Ja, das ist die da vorne, ne? Ja, das ist die, okay. Und damit fliegen wir hin mit einem Hoverbike. Wir bauen uns jetzt ein Hoverbike und ich hasse es jetzt schon. Herzlich willkommen zurück zu Schneide baut sich ein Hoverbike und scheitert dabei kläglich. Ist das richtig so? Ich glaube nicht, ne? Wollen wir es trotzdem versuchen? Auf jeden Fall. Es geht. Es funktioniert. Es ist eine Katastrophe. Es funktioniert theoretisch. Es ist echt katastrophal gebaut aus irgendeinem Grund. Aber komm, wir schaffen das. Wir schaffen das. Das sind wahrlich schmerzhafte Momente. Hier ist extrem kalt. Digga, als ob hier auch noch extrem kalt ist. Fickt doch nicht meinen Kopf. Oh. Okay, wir haben Low Gravity. Wir sollten uns auf jeden Fall beeilen. Das wird ziemlich knapp hier. Das wird ziemlich, ziemlich knapp. Ach, scheiß drauf, ey. Das läuft gar nicht so gut, wie ich gedacht habe. Okay, passt auf. Wir machen kurz. Ich habe zum Glück einen Reisekochtopf. Ich habe 2 Reisekochtöpfe. Das ist gut. Dann koche ich kurz meine ganzen Chilis. Dann habe ich Kälteschutz. 12 Minuten, das ist okay. Und jetzt ab ins Innere. Ab ins Innere hiervon. Die Dunkelruineninseln. Boah, ich fand das so cool, wie die Insel revealed wird, ne? Oh, ein Maxi-Barsch. Sehr nice, sehr, sehr nice. Sind da noch mehr davon? Ja, hier ist noch einer. Oh, geil. Sehr schön. Beta-Hörner auch gar nicht so schlecht. Davon sind Eisfrüchte. Oh, Eisfrüchte, Eisfrüchte, Eisfrüchte. Ganz wichtig. Die brauche ich unbedingt gegen die Feuerköpfe. Dann haben wir einmal hier ein Schild. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie es hier lang ging. Ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht der richtige Weg ist. Ich will trotzdem hier lang gehen, weil da vorne irgendwo eine Truhe war, soweit ich weiß, ne? Ja, genau, da ist eine Truhe. Okay, 3 Spiegel, scheiß drauf. Dann jetzt darüber. Jetzt darüber, okay. Ja, okay. Jetzt darüber. So. Wunderbar, okay. Dann können wir das Ding hier aufmachen. Hier oben befindet sich die Truhe. Bis heute sehr, sehr komisch irgendwie. Man übersieht das total schnell. Aber ja, hier ist der Hauptpreis einfach versteckt. Und zwar der Sonaniumhelm. Genau. Nächster Schrein. Ist, glaube ich, sogar auch ein Segenschrein, oder? Ja, ist ein Segenschrein, alles klar. Den nehme ich sehr gerne mit. Danke, Mann. Diamant, gib mir Diamant, komm schon. Scheiße. Ich glaube, es müsste ein Beta-Konstrukt sein. Scheiße. Es ist ein Oh mein Gott, scheiße. Gamma-Konstrukt. Rest in peace, wirklich. Alter, war das knapp. War das knapp, holy fuck. Okay. Oh, Kacke, hält er viel aus. Hält er viel aus. Aber kurz, können wir kurz fusen? Wir können kurz fusen wahrscheinlich, ne? Okay, Diamantklinge, komm. Komm, Achtung, friss. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wieso treffe ich ihn die ganze Zeit so schnell? Nein. Das ist Beschiss. Das ist Beschiss. Okay, ich mach trotzdem weiter. Ich hab so hart geschüttelt, Alter. Ich hab so hart geschüttelt. Das glaubt ihr gar nicht. Mann, es ärgert mich gerade so. Scheiße, 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 ey. Alter, dieser Safe. Dieser Safe gerade. Zack, 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 zack. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Super ärgerlich mit dem Treffer, dass es mich eine Fee gekostet hat. Aber das ist in Ordnung. Okay, und jetzt hier dran fusen. Auf geht's.
plus 3, okay, ja, ist nicht so stark. Trotzdem 41, das ist meine beste Waffe bisher auf jeden Fall. Ey, schwierig, sag ich euch, wie es ist, ne? Und wo ist der Kristall? Der Kristall ist hier vorne, okay. Den brauche ich auf jeden Fall auch wieder. Oh mein Gott, dieses Ding fliegt so gut, ne? Darf ich das bitte für immer behalten? Raurus Segen, bitte gib mir einen Diamanten. Bitte gib mir einfach einen Diamanten oder eine sehr krasse Waffe. Komm schon, Mann, komm schon, bitte. Danke, geil. Oh mein Gott. Wir gehen jetzt einfach mit dem Tower hier hoch. Und gehen darüber, wir müssen den Tower aktivieren. Ach scheiße, ist schon wieder extrem kalt. Oh Junge, ich friere die ganze Zeit. Ich brauche was zu essen. Wo ist denn ein Kochtopf? In der Höhle am See ist ein Kochtopf. Hier ist auf jeden Fall eine Schatztruhe. Das ist gut, denke ich. Auch wenn die wahrscheinlich nicht so wertvoll ist. Aber hier ist doch irgendwo ein Kochtopf. Ich war eigentlich sicher. Ausdauermedizin, die ist actually ziemlich gut. Wow. So, genau, jetzt machen wir uns ein bisschen Kälteschutz. Weil das geht mir mega auf die Nerven. Wahrscheinlich sollten wir sogar noch mehr kochen. Ist gar nicht mal so schlecht, ne? Den Fitling zum Beispiel. Auf geht's. Ausdauerling können wir auch nochmal kochen. Los geht's. Ausdauerknoll haben wir auch noch. Ey, das ist großartig. Das ist wahrlich großartig. Jetzt haben wir eine Menge Ausdaueressen auf jeden Fall. Das brauchen wir, weil wir noch ein bisschen fliegen müssen. Oh nein, auf den hochzukommen war auch super ätzend, ne? Ich glaube, auf den Turm hochzukommen war auch super, super anstrengend. Warum friere ich jetzt auf einmal nicht mehr? WTF. Wieso habe ich gerade gefroren und jetzt nicht mehr? Das gibt gar keinen Sinn. Ich komme weiter ins Eisgebiet und jetzt friere ich auf einmal nicht mehr. Okay, was auch immer. Und hier muss ich jetzt eine Brücke bauen. So war das doch, ne? Okay, komm. Wir kleben das wieder hier dran, genau. Okay, dann machen wir das hier dran, I guess. Scheiße, das war nicht, was ich wollte. Kannst du bitte... Ich bin stark verwirrt, wirklich. Ich bin stark verwirrt hier rüber. Pass auf, Guys, ich habe die Idee. Ich habe eine sehr gute Idee. Haltet euch fest, ja? Nein, scheiße! Oh, das hat ja toll funktioniert, großartig. Das bleibt einfach hier. Dann machen wir das mit Zeit, okay, rückgängig, genau. Und dann nehmen wir den, Bruder, und kleben den hier oben dran. Junge, was? Komm, einfach so. Geht doch. Ey, meine Fresse, was ist das für eine Scheiße? Komm, danke, mein Gott. Mein Gott, ey. Wunderschöne Aussicht hier oben. Das sieht alles immer so crispy aus. Man sieht so viel, ne? Ist echt schön. Da vorne ist auch das Irrschloss, wo wir hin müssen. Und wir sehen sogar noch einen Teil vom Wirbelsturm. Sehr interessant. Wir müssen jetzt erstmal auf die Himmelsinseln, die direkt neben uns sind. Ja, genau die da quasi. Alter, mach keine Faxen. Mach bitte keine Faxen. Oh mein Gott, Digga. Töte mich nicht. Bitte töten Sie mich nicht. Bitte einmal. Hallo. Nein, nein, Junge. Junge! Alter, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Du stehst im Weg. Nee. Junge, ich bleib an der Batterie hängen. Ich bleib an der Batterie hängen einfach. Ich kann das nicht mehr. Einfach keine Faxen machen. Einfach durchfliegen, ja? Was ist im Dispenser hier drin? Haben wir hier irgendwas Gutes? Irgendwas Praktisches? Was haben wir? Okay, wir haben Transporter, Schlitten und Gleiter und Ventilatoren. Die Ventilatoren sind ganz praktisch. Die brauchen wir sowieso nochmal. Was haben wir hier? Der Stein befindet sich irgendwo da vorne, okay. Und den Bruder brauchen wir jetzt und müssen den komplett außen rum fliegen zum Schrein. Ich hoffe, der hat was Sinnvolles, der Schrein, wirklich. Auf, wie geht's? So, bitte einmal rum. Nio, nio. Scheiße, eine Batterie ist schon weg. Digga, wie soll das reichen? Das wird niemals reichen. Ach, ist ja schon hier, lol. Okay, es reicht sogar doch. Ey, verrückt, das reicht echt. So, bitte gib mir nochmal Diamanten oder sowas. Diamanten werden echt sehr, sehr praktisch. Komm schon, komm schon. Nee, nicht so geil. Aber okay, besser als nichts, ne? Besser als nichts auf jeden Fall. Wir bauen uns ein Hoverbike. Ah, oh, wir haben nicht viele Chancen, ne? Ich und Hoverbike, keine gute Kombination, wie ihr wisst, ne? Keine gute Kombination. Ich glaube, das ist sogar richtig, ne? Ich glaube sogar, das ist richtig. Ich hoffe so sehr, dass es ungefähr funktionieren wird, ne? Wir müssen da jetzt rüberfliegen und wenn nicht, habe ich ein Problem auf jeden Fall. Alter, das ist ziemlich schief. Es ist ziemlich schief, aber es funktioniert. Alter, fliege ich schief. Alter, fliege ich schief. Scheiße. Nein, 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 ich hasse es, so sehr. Ach Mann, ich hasse Hoverbikes, warum sind die so anstrengend? Ja, flieg, los, flieg. Das ist perfekt. Alter, ich hab's doch drauf, keiner hat so drauf wie ich. Nördliches Irrschloss, Himmel. Wir aktivieren kurz den Schrein, ich glaube aber, wir gehen noch nicht rein. Hat sich gereimt. Wir versuchen nämlich erst nach hier oben zu steigen und ich hoffe, ich krieg das hin. Weil erstmal, ich darf hier nicht rein, ich weiß, ich darf hier noch nicht rein, denn die Schatztruhen sind schon da. Das reicht nicht easy. Ich kann aber klettern und das wird verdammt schwierig. Okay, das wird verdammt schwierig. Das wird so schwierig, hier hochzukommen. Aber wir kriegen das hin. Jetzt nochmal die gelbe Medizin. Dann haben wir nochmal noch von vorne alles, genau. Das wäre gar nicht nötig. Boah, das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Ey, ich habe das so verschwendet gerade. Ich habe das so wasted. Egal, komm. Und jetzt können wir gucken hier oben. Wo befinden sich Truhen? Ist hier vielleicht eine? Maybe. Ich glaube, hier ist ein Checkpoint, ne? Ja, hier ist einer der Checkpoints. War unter Scheiße. Okay, ich kann einfach so umherirren. Ist halt ein bisschen doof, dass hier kein Wind ist. Ja, ich habe ein Problem. So, hier unten sind theoretisch Truhen. Ja, ich sehe sie sogar, lol. Aber. Boah, wie komme ich hier wieder raus? Wir haben hier einmal ein mächtiges Sonanium-Großschwert. Das ist sehr gut. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann müssen wir jetzt genau auf die andere Seite. Dann müssen wir jetzt genau hier rüber. Hier befindet sich nämlich noch eine wichtige Truhe. Alter, wie soll ich da hinkommen? Scheiße, Mann. Junge, ich müsste echt wieder nach draußen. Aber wie soll ich das machen? Scheiße. Das wird niemals funktionieren, Junge. Ja, ich habe den Schrein aktiviert. Ich könnte jetzt zum Schrein zurück, theoretisch. Aber das ist halt trotzdem super ätzend, weil ich wieder nach oben kommen muss. So, nochmal an die, die das nicht wissen. Wenn ich das versuche zu aktivieren hier, dann sagt der, geht nicht. Ich müsste erst unten aktivieren, das mache ich nicht. Wobei, aber andererseits, es spricht ja nichts dagegen. Ich darf ja nur keine Items unten einsammeln. Ach, scheiß drauf, komm, ich mach's schnell. Ich glaube, es ist hier. Sicher bin ich nicht, aber ich glaube schon. Ja, doch, ich bin quasi schon da, ne? Ich dürfte quasi schon da sein. Ja, okay. Absoluter Speedrun. Das kann ich fast uncut lassen einfach. Wow. Gut, dann muss ich jetzt nur noch das Ding hier aktivieren. Gar kein Stress. Und jetzt darf ich in den Himmel. Alles klar.
Einfach wieder schnell nach oben, zack. Den Schrein kann man auch kurz machen. Auf geht's. Fallgeschwindigkeit. Ja, ich weiß, welcher das war. Welcher Schrein das hier ist. Was gibt es hier, Was gibt es hier? Ja, doch, nice. Die brauche ich sogar noch. Jetzt aber. Alter, geil, dieser Aufwind hier. Oh mein Gott, das ist ja alles so einfach. Junge, ich muss dagegen ankämpfen, runterzufallen. Hier drüben. Hier, richtig. Und hier befindet sich, komm schon. Ja, auch gut. Ich achte es halt eigentlich nicht mehr so stark. Aber die wird noch stark auf jeden Fall. Dann müssen wir jetzt noch hier rüber. Hier befindet sich die nächste Truhe. Hier befindet sich... Oh, die ist auch gut. Die Hochleistungsbatterie ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Und hier haben wir... Sehr gut. Okay, der ist auch wichtig. Auch wenn es ein bisschen wehtut, die Rakete hier lassen zu müssen. Und jetzt nur noch die letzte Truhe, die sich da oben befindet. Nochmal ein mächtiges Sonaniumschwert. Sehr, sehr geil. Dich, Junge. Dich brauche ich unbedingt. Der Sonaniumbogen. Dankeschön. Mit Abstand. Ey, guck mal, was für ein riesiger Abstand. Das ist mit Abstand mein bester Bogen. Und auch noch ein sehr, sehr guter. Alright. Das ist immer noch nicht das allerbeste auf jeden Fall. Mir ist das klar. Aber ich denke, damit können wir arbeiten. Hier befindet sich auch noch ein Gamma-Block-Konstrukt. Ich kann mal gucken, ob wir von hier aus von der vergessenen Himmelsinsel rüberfliegen können. Wenn nicht, aktivieren wir hier schnell den Tower. Hier sind nochmal 3 Gleiter. Oh, mit Gleitern kann ich vielleicht sogar arbeiten. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Junge, was? Wir haben uns auch gegenseitig getötet. Starke Leistung. Genau. Und da vorne, sieht man ihn schon? Nee, nicht da. Da! Okay, das sieht sogar voll erreichbar aus. Das sieht ehrlich voll erreichbar aus. Man sieht es da, wo die Markierung ist. Da müssen wir hin. Das sieht sehr machbar aus, wenn ich ehrlich bin. Wir drehen uns hier rüber. Und auf geht's. Oh je, auf geht's. Wir müssen einfach nur ein bisschen geradeaus gleiten. Das ist, eigentlich muss ich mich gar nicht mal so viel bewegen. So, Archipel von Firone. Und hier wartet mein Endboss auf mich. Er ist nicht mein Endboss, aber trotzdem, ich habe Angst vor ihm. Ich habe ehrlich Angst vor ihm. Hallo, Gamma-Block-Konstrukt. Scheiße, Mann. Auf, let's go. Zack. Wir kriegen dich, Alter, Ich mach dich fertig. Oh mein Gott, war das knapp, Alter. Wo ist dein Auge? War das knapp gerade? Alter, war das knapp, Junge? Ich hab so hart geschüttelt. Habt ihr es gesehen? Ich darf mich nicht treffen lassen. Ich bin One-Hit. Komm, fall auseinander. Let's go. Er fällt auseinander. Okay. Okay, komm. 1, 2, 3, 4. Gut, okay. Ich müsste ihn haben, oder? Bitte, komm schon, Mann. Komm schon. Scheiße. Verdammte Kacke, Mann. Ich sehe seinen Kopf nicht. Oh mein Gott, scheiße. Hier, 1, 2, 3. Let's go. Okay, wir haben es geschafft. Und dafür gibt's erstmal... Oh, und einen Hydranten. Ui, ein Stehaufmännchen. Ui. Ja, Heißluftballon juckt mich nicht. Okay, Spin to Win bei einem Kriok. Yes, 57. Sehr, sehr geil. Okay, dann haben wir hier vorne noch einen. Den sollten wir auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Das ist auch nicht so schwierig eigentlich. Das sieht auch sehr machbar aus. Es sollte funktionieren. Komm schon, Mann. Es sollte funktionieren. Oh, scheiße. Der despawnt jetzt schon. Junge, die despawnen so schnell teilweise. Aber ich meine, es hat jetzt gereicht zum Glück in dem Fall. Aber schon ehrenlos. Digga, warum verpuffst du? Gut, da sind wir. Hallo. Oh, und zack. Erstmal den Wille der Weisen mitnehmen, würde ich sagen, oder? Genau, erstmal, das ist richtig unnötig einfach. Aber du bringst mir nicht was. Ich habe nicht mal einen Weisen, Junge. Ich habe nicht mal einen Weisen. Ich muss übrigens sagen, ich finde die Dinger sau cool. Ich habe da gar nicht mal so richtig drüber geredet, aber diese Blockkonstrukte sind so verdammt cool einfach. Also wie nice ist bitte, dass ein Gegner einfach nur aus Blöcken besteht und man muss immer seinen Kopf finden. Neue Waffe. Alter, okay, jetzt langsam wird's knapp. Jetzt langsam wird's wirklich, wirklich knapp. Ich muss jetzt echt sparsam machen. Ich muss wirklich sparsam machen jetzt gerade. Auch wenn es weh tut. Komm. Zack. Er ist fast tot. Er ist quasi tot. Alter, ich muss echt sparsam sein. Ich muss so fucking sparsam sein gerade, ne? Sehr schön. Okay, das hat sich ziemlich gezogen, aber wir haben es geschafft. Ohne Gegendamage übrigens. So, damit haben wir nochmal eine 52er-Keule. Alter, das ist schon sehr stark. Das sind schon 2 echt starke Waffen und die ist auch ziemlich nice eigentlich. Auch wenn es halt leider nur so ein Nanium-Schwert darunter ist. Boah, ey, das kann schwierig werden, ne? Das kann wirklich schwierig werden. Aber wir gehen jetzt hier von der Insel aus zu dem Tower. Ich habe auch noch eine Diamantklinge, oh mein Gott. Ich habe ja noch eine Diamant... Ich kann noch eine Diamantklinge machen, ich bin so dämlich. So, bitteschön. 33er Lanze, was will ich eigentlich mehr? Ist doch alles gut. Ja, der Turm am Karuga passt, war schon richtig. Muss ich nur die Dornen wegmachen? Ja, das ist ja easy. Alter, sorry, einfach Feuerfrucht schmeißen passt schon. Ich schmeiß sogar nicht mal eine Feuerfrucht, ich mache einfach einen Shieldjump. Genau so. Habt ihr es gesehen, wie ich einen Shieldjump gemacht habe? Geil, oder? Hat funktioniert. So, da vorne übrigens, hinter uns, in der Ecke, da ist der Drecksack. Da ist unser Endboss. Dann müssen wir irgendwie, wir könnten sogar da hochgehen. Alter, wie soll ich da hochkommen, bitte? Ich habe keine Raketen oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, was es bringt, den Schrein mitzunehmen, aber es bringt bestimmt irgendwas. Den Ichio-O-Schrein. Nicht nur Verteidigung, sondern auch Angriff tatsächlich. Oh, geil, wir kriegen, oh mein Gott, wir kriegen Dinge. Vielleicht ist hier eine Truhe drin. Wahrscheinlich ist hier sogar die Truhe drin. Was haben wir? Komm schon, bitte. Ja, okay, es geht so. Geht tatsächlich so. Aber ich kann mir jetzt hier nochmal ein paar davon machen. Das ist eigentlich nicht gar nicht so verkehrt. Weil die Raketen, die sind halt wirklich gut. Die eignen sich echt gut dafür. Der Schrein hat echt nochmal was gebracht. Dann machen wir jetzt noch das Alpha-Konstrukt hier unten. Oder das Beta-Konstrukt. Keine Ahnung, was es ist. Ja, Alpha-Konstrukt. Also sehr easy wahrscheinlich. Viel zu einfach, Junge. Viel zu einfach, wirklich. Digga, der schenkt mir das ja wirklich. Was ist hier los? Der schenkt mir das ja wirklich. Easy. Das war wirklich sehr einfach, muss man sagen. Ich glaube, wir sind vorbereitet. Ich denke, wir sind vorbereitet. Ich hoffe, ich traue mir nicht zu viel zu, aber
Ich glaube schon. Ich denke, damit sollte ich vorbereitet sein. Ich hab echt eine Menge zu fressen. Ich habe wirklich eine Menge zu fressen. Ich meine, ich werde halt wahrscheinlich gewonnen, so, das ist eher das Problem. Aber komm, das sollte klappen. Ah, Fledermeister-Augen könnte ich noch ein paar besorgen auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen in Höhleneingänge gehen, ne? So, schon. Ah, das hat sich gelohnt. Das hat sich definitiv gelohnt. 17, Alter, let's go. Geil. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ich erbitte nochmal 2 Herzen. Auf geht's. Wir versuchen es einfach mal, jetzt straight up in die Richtung zu fliegen. Sehr weit nach oben. Da oben, Digga. Die, oh mein Gott, ist das weit oben. Das fliegt ziemlich gut. Wir müssen nur noch weiter nach oben fliegen. Übrigens, glaube ich, das ist gerade das erste Mal, dass ich eine Hochleistungsbatterie benutze. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals eine genutzt zu haben. Aber es klappt eigentlich ganz gut. Bis auf, dass ich halt komplett schief fliege. Und wenn ich noch ein bisschen weiter nach links kippe, falle ich einfach um. Ich fliege irgendwie in die richtige Richtung. Das passt schon, das passt schon. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, mehr oder weniger. Fuck, Mann, das ist so schwierig. Das ist so schwierig gerade. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, ne? Wir schaffen es wirklich, zum Georg zu kommen, Alter. No way. Hier ist er. Er hat mich gespottet. Er hat mich gespottet. Okay, let's go, würde ich sagen. Oh mein Gott. Alter, war das knapp. Okay, als erstes schalten wir den Eiskopf aus. Ganz wichtig. Der ist nicht ausgeschaltet. Warum ist er nicht ausgeschaltet? Was habe ich? Ich habe den schlechtesten Bogen. Ich bin so ein Vollidiot. Scheiße. Es war so klar. Es war so, so klar. Ah, richtig schlecht eigentlich. Richtig schlecht, wirklich. Wird's ein First Try? Wir wissen es nicht. Alter, scheiße. Die tanken ganz schön viel. Komm, auf. Der Kopf ist tot. Der Kopf ist auch tot. Und der Kopf müsste jetzt auch tot sein, richtig? Okay. Ja, gut, 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 gut. Und Lanze, rein da. Wir machen viel Schaden. Wir machen gut Schaden eigentlich. Wir machen ziemlich, ziemlich gut Schaden für den Anfang. Wir müssen uns viel verstecken. Wir müssen uns wirklich viel. Alter, hör auf jetzt. Wenn. Digga, schmeiß mich nicht runter. Bist du verrückt? Ach du Kacke, ey. Ach du Kacke, ach du Kacke. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Junge, ist okay. Übertreib halt komplett. Übertreib halt komplett. Eisfrucht. Eisfrucht auf seinen Kopf, Feuerkopf. Scheiße. Okay, ich bin echt One-Shot. Ich bin echt One-Shot. Junge, ist das krank. Okay. Nein, mach dein scheiß Flügel da weg, Junge. Alter, der hat seinen Flügel davor gehalten, Junge. Das habe ich noch nie gesehen. Die Köpfe haben sich regeneriert. No, die Köpfe haben sich regeneriert. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das können die? Scheiße. Ja, okay, WTF. Sehr schwierige Nummer, sage ich euch ehrlich. Vielleicht das andere Auge treffen. Komm, dann ankommen. Los, danke. Okay, sehr gut. Zack, 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 zack. Hust mich doch nicht runter, Junge. Du bist so ehrenlos. Du bist so ehrenlos, Alter. Ach, du Kacke. Nein, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Scheiße, das war klar. Das war so klar, Komm, auf. Du kleiner Drecksack. Du kleiner Drecksack, wirklich. Ah, ich weiß nicht, Mann. Ich weiß echt nicht, ne? Ich meine, es ist gut, was wir machen hier auf jeden Fall. Aber das ist bei weitem nicht genug. Das ist bei weitem nicht genug. Pass auf. Ich hau ab. So viel zu, ich hau ab, alles klar. Gut, also ich weiß auf jeden Fall, meine Heilung hat mir absolut gar nichts gebracht, weil ich so oder so gewone-shottet werde. Danke, sehr angenehm. Den kriege ich auf jeden Fall hin. Ich meine, wir hatten den jetzt schon auf Halbzeit und ich habe mir halt, ich darf mir ein paar Tode erlauben, ne? Normale Augen, komm her. Okay, so. Zack, 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 zack. Ey, das läuft doch gut. Das läuft doch schon mal gut. Das war schon mal eine gute erste Phase, oder? Scheiße, 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 lauf, 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 lauf. Link, lauf, nein! Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Das ist ziemlich gut. Ich kann mir Treffer leisten. Einen echt ekligen Treffer übrigens. Oh mein Gott, Junge, das ist so stressig. Scheiße, scheiße, verdammte Kacke. Komm, auf. Oh, die Phase war eklig. Nein, er hat mich weggepustet. Wieso denn gerade jetzt? Nein. Los. Das macht ihn richtig fertig. Mach ihn richtig fertig, los. Eine Fee bisher gerade mal. So, wir brauchen wieder Ausdaueressen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, das möchte ich öfter machen. Dass ich quasi in der Luft Zeit schinden kann damit. Okay, kurz Augen. Augen ist echt kein Stress. Bitte treffen. Ja, sehr gut, okay. Der andere auch noch, komm. Sehr gut, okay. Nein, oh mein Gott. Alter, war das knapp, scheiße. Okay, sehr gut. Wir machen Fortschritt auf jeden Fall. Und ich glaube, mit den Waffen schaffen wir es easy. Ich glaube wirklich, die Waffen reichen aus. Let's go. Scheiße. Okay, war noch ein Treffer. Wie auch immer. Wir fressen wieder Ausdauer. Okay, sehr gut. Noch einmal Ausdauer hinterher. Speedrun. Speedrun gemacht, Junge. Ich habe ihn so weggemacht. Zack, zack, zack. Okay, sehr schön. Okay, wir brauchen eine neue Waffe. Ich habe echt noch drei Feen. Das kommt schon, Geist. Es ist echt gut. Das ist wirklich, wirklich gut gerade. Okay, der gleiche Scheiß wieder von vorne. Hau ab, Digga. Los, hau ab. So, dann hier wieder ein bisschen Ausdauer hinterher fressen. Einmal Feuerpfeil. Genau, noch ein normaler Pfeil hinterher. Und für dich noch ein Eispfeil. Sehr schön. Dann haben wir es. Fallschaden. Mächtig Fallschaden. Geil. Ah, Fallschaden ist so schön, Junge. Es ist so schön einfach. Ich habe mir noch 3 Tode erlauben. Komm schon, das muss funktionieren. Pass auf, Geist. Okay, scheiße. Das ist ärgerlich. Aber ich glaube, er macht seine Ulti. Er macht 100%ig seine Ulti. Ja, so. Langt. Okay, und jetzt wird's voll ernst. Jetzt wird's richtig ernst, Alter. Okay, wir gehen all in. Wir haben den besten Bogen. Wir haben ein Auge. Ich treffe seine Augen. Okay. Ich treffe ihn. Das ist gut. Komm, noch einmal. Genau. Mein Sonani-Bogen hält nicht mehr viel aus. Das ist mir aber noch egal. Noch habe ich ein bisschen was. Sehr schön, ja. Habe ich noch mehr Flügel? Ich habe noch mehr Flügel.
Scheiße, ich hab verfehlt. Das könnte gerade mein Untergang gewesen sein, tatsächlich. Scheiße. Das war jetzt sehr ärgerlich. Ich hätte es eben treffen müssen. Ich hätte das unbedingt treffen müssen, Mann. Was? Warum hat er keinen Bogen gezogen? Du Vollidiot. Du verdammter Vollidiot. Nein. Scheiße. Nein. Das hat mich eine Fehl gekostet. Das ist gar nicht gut. Ich zitter so krass gerade, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Nein, was machst du? Digga, was machst du denn? Warum hast du keinen Bogen? Ich hab keinen Bogen mehr. Mein Bogen ist kaputt gegangen, ich Vollidiot. Deswegen hat er kein Dings rausgeholt. Ja, sehr gut. Auf. Komm schon. Ja, okay, es geht in die richtige Richtung, aber es fehlt noch eine Menge. Junge, geh doch hoch jetzt! Geh hoch! Was machst du? Warum hebt das Ding nicht ab? Komm schon, Mann. Okay, sehr gut. Ich glaube, wir haben's, Guys. Achtung! Eins. Ich brauch Feuer, Alter. Ja, die anderen Augen haben sich regeneriert. Scheiße. Nein. Scheiße! Nein, es ist so knapp! Alter, ich heul gleich. Was ist hier los? Bitte nicht, Junge, ich war so kurz davor. Alter, mein Herz gerade. Nein, das geht nicht. Das kannst du nicht mit mir machen. Bald, was zu. Ja, alles klar. Okay, tschüss. Alles klar, Digga. Alles klar einfach. Digga, ich hätte nichts mehr machen können, Junge. Ich hatte es quasi. Ich hatte den Eiskopf. Aber genau dann sind die anderen beiden auch gerespawnt. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ach, scheiße, Mann. Ey, es war so knapp, wirklich. Der wäre durch Fallschaden gestorben. Ach so, falls es noch nicht deutlich genug rübergekommen ist. Ich war komplett gebrochen und habe die nächste Stunde nur noch rumgeflucht. Halt, dein... Ach, kacke, Digga. Ah, komm. Nein. Nee, was für Goldapfel? Ach, halt dein Maul, was machst du denn? Ach, tut das weh, ey. Tut das weh gerade. Ich würde ihn so gern einfach diese scheiß Klippe runterschmeißen, jetzt mal ernsthaft. Junge, was soll ich machen? Weil ich das letzte Mal so ausgerastet bin, wirklich. Ach, halt deine Fresse, wirklich, nee. Alter, oh mein Gott, war das knapp. Habt ihr es gerade gesehen? Macht er schon seine Ulti? Ich glaube nicht, ne? Nicht runterschmeißen. Nein! Er hat mich runtergeschmissen, ist das dein Ernst? Das darf nicht wahr sein, wirklich jetzt mal. Er hat mich einfach runtergeschmissen. Ich komme nicht wieder hoch, das geht. Das darf nicht wahr sein, Junge, das war so gut. Ich koche vor Wut. Ich darf nicht so laut sein. Wir haben es über nach 20 Uhr. Das hat gerade so viel getan. Das hat gerade so viel getan. Aua, Junge, ich hatte noch alle Feen. Alter, nein, scheiße. Ich kann nicht mehr. Ich bin so hardcore angespannt, das ist verrückt. Was war das für eine Attacke? Der kann seinen Schwanz schwingen wie eine Peitsche. Seit wann kann der das? Das habe ich noch nie gesehen. Und da geht meine letzte Fee. Alles klar, Digga. Okay. Alles klar. Er hat innerhalb von 10 Sekunden einfach 2 Feen und meine letzten Leben genommen. Junge, die anderen Köpfe, die anderen! Scheiße, so dämlich! Digga. Oh mein Gott! Blitz. Was? Was? Nein! Wieso schickt ein Blitz in mich ein? Ist das so unfair? Ich hab dich, du kleiner Bastard. Es ist mir egal, was du jetzt willst. Ich hab dich. Ich hab keine Fee mehr. Guys, ich glaube, wir haben es geschafft. Komm schon, ich hab keine Ausdauer mehr. Halt deine Fresse, wirklich. Digga, reicht doch jetzt. Ja, was soll ich denn machen? Danke. Womit habe ich das verdient, wirklich? Ach, halt deine Fresse, echt. Ich hasse dich. Ich hasse einfach alles, echt. Ja, ich hole ihn aus seiner Ult runter. Komm schon. Ja, oh mein Gott, ich könnte ihn haben auf einmal. Was ist jetzt los? Wieso läuft es gerade so gut? Was ist los? Alter, ich könnte es echt schaffen. Komm schon, bitte. Digga, bitte. Ich heul gleich. Ah, oh mein Gott. Das ist du kleiner Drecksack, Alter. Junge, ich will nie wieder. Ach, was eine Scheiße. Ich kann nicht mehr. Das war so ein Scheiß-Run gerade, hä?